Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton. Ich habe das Rätsel noch einmal versucht und habe es natürlich gleich ein zweites Mal verkackt, aber das wollte ich euch nicht antun. Und deswegen fange ich jetzt hier einfach nochmal an und leg einfach mal los. Das kommt so in etwa hin, ja. Karo vielleicht? Und Kreuz fehlt noch. Herz. Karo. Und hier fehlt auch noch Kreuz. Wenn das jetzt nicht klappt, dann komme ich hier niemals weiter. Dann wollen wir mal sehen. Juhu! Es ist Ah, gelöst. ganz famos. Genauso habe ich mir das gedacht. Ihr habt ganz schön Rätseltalent. Passt mal auf, das Schloss Herzen liegt auf der anderen Seite des Waldes. Niemand traut sich dorthin, aber angeblich liegen die Reichtümer des Herzogs einfach dort herum. Falls ihr das Schloss betreten wollt, seht euch vor dem Vampir vor oder was immer da lebt. Rätsel, vier Kartenfarben steht nun im Rätselindex. Wir gehen erstmal nach links, weil da ja das Ziel ist. Dies muss die Mine sein, von der wir gehört haben, Professor. Ja, anscheinend ist die Mine nicht mehr in Betrieb. Stell dir vor, hier würde nur nach Gold geschürft. Und es muss ja eine Menge davon gegeben haben, wie wir von den Leuten gehört haben. Aber wenn die Stadt so reich, wenn das die, wenn es die Stadt so reich gemacht hat, wieso hat man die Mine dann geschlossen? Wir können nur hoffen, in der Mine irgendwelche Hinweise darauf zu finden. Nun vertrödeln wir keine Zeit mit Spekulationen. Lass uns mal einen Blick hineinwerfen. Und der Fotoapparat blinkt und den machen wir gleich mal ein Foto. Und gehen hinein. Erkunde die Mine. Ein kleines Rätsel. Die Tür geht nicht auf, Professor. Ja, offenbar müssen wir vorher dieses Rätsel hier lösen. Rätsel 79. Zahnradschalter, 20 Pikarat wert. Der grüne Knopf, der diese Pforte öffnet, ist in einem komplexen Apparat verborgen und kann nicht direkt bedient werden. Wenn du aber den Knauf ganz oben nach links oder rechts schiebst, greifen die Zahnräder und Zahnradstangen ineinander und betätigen einen der zwei Knöpfe, entweder grün oder rot. Du musst den Knauf in Richtung A oder B bewegen, damit der grüne Knopf betätigt wird. Das ist der grüne. Also das muss nach rechts, dann muss das nach links. Das muss nach rechts. Also das dreht sich nach links. Das dreht sich nach. Auch nach links. Das dreht sich nach rechts. Das dreht sich nach. Also muss ich es nach A schieben. Also versuchen wir A. Kein Rätsel ohne Lösung. Okay, gut, das war falsch, okay. Nun ja, eine Option weniger. Da ist die andere Richtung richtig, also Entschuldigung, ich. Okay. So leicht kann man es auch mal verkacken. Nun die Probe aufs Exempel. Ah, ganz famos. Wenigstens ist die Türe auf. Der andere ist der grüne. Okay. Leute, jetzt habt ihr es gemerkt. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Das habe ich ja schon eher erwähnt und da kann das mal passieren. Gut, jetzt ist die Tür offen. Weiter geht's. Zahnradschalter steht nun im Rätselindex. Rein da. Ein neues Rätsel.
Sehen Sie, da ist etwas in der Wand befestigt. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Komm, das sehen wir uns etwas genauer an. Rätsel 78. Tückische Türen. Oh Gott, wieder Farben. Die Türen dieses Hauses öffnen sich je nur in eine Richtung. Jede Tür kann von innen aufgestoßen werden. Kann von innen aufstoßen, aber niemals von außen aufgezogen werden. Wenn du vom Eingang links unten bis zum Ausgang rechts oben gehen und dabei jeden Raum durchschreiten möchtest, so könntest du dein Ziel niemals erreichen. Doch ließe sich eine einzige der Türen in eine andere Richtung öffnen, so könnte man durch alle Räume bis zum Ausgang gehen. Kreise die Tür ein. Also hier wird gestartet. Raus, 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 raus. Raus. Raus, raus, raus. Raus. In die Richtung raus. Das ist schwer. Okay, Leute, dieses kleine Rätsel lasse ich euch mal als kleinen Denksport und ich werde es in der nächsten Folge lösen. See you later, Leute!